Herzlich willkommen in der Ausstellung Elsa und Johanna – The Plural Life of Identity. Die Ausstellung ist die erste museale Einzelpräsentation der beiden französischen Künstlerinnen hier in Deutschland und zeigt 5 ihrer umfassenden Fotoserien sowie einen Film und ein Video. Die beiden haben sich 2014 in New York kennengelernt. Sie haben beide in Paris an verschiedenen Kunsthochschulen studiert, sind sich ja in diesem Schmelztiegel New York über den Weg gelaufen und haben sehr schnell festgestellt, dass sie dieselben Fragen in ihren Fotoarbeiten interessieren. Elsa und Johannas gemeinsame Leidenschaft ist das Menschenbeobachten. Durch die verschiedenen Rollen, in die sie schlüpfen und die verschiedenen Identitäten, die sie in ihren Fotografien einnehmen, passiert gleichzeitig so etwas wie eine Selbstbefragung des Betrachters oder der Betrachterin. Die verschiedenen Arbeiten von Elsa und Johanna sind hier in den Räumen der Städtischen Galerie als Szenografie installiert und sie haben für die Besucherinnen und Besucher verschiedene Bühnen geschaffen, dort in ihre Werke einzutreten und sich selbst zu inszenieren. Elsa und Johanna geht es in ihren Fotografien darum, welche Zuschreibungen und welche Rollen wir fremden Personen, also anderen, nur aufgrund ihrer äußeren Erscheinung, aufgrund ihrer Haarfarbe, ihres Kleidungsstils oder der Art und Weise, wie sie sich bewegen oder in welchem Umfeld sie sich bewegen, zuschreiben. Und dieser automatische Film, der im Kopf eines jeden abläuft, wenn man andere beobachtet, und sie hinterfragen somit in ihren Fotoarbeiten auch diese Art von Vorurteilen, die wir Personen sofort zuschreiben im Hinblick auf ihre Identität, auf ihr Geschlecht oder ihre kulturelle Herkunft.